sich zum Teilverabschiedungsgottesdienst. Ich denke, es ist wichtig, eine Zäsur zu machen, weil meine Aufgaben reduziert werden. Ich bin zwar noch da mit einer halben Stelle für ein Jahr, aber nicht mehr in der Rolle, in der ich 13 Jahre hier tätig bin gewesen war. Ich wurde gefragt vor ein paar Wochen, wen willst du noch einladen? Und da ging mir so meine dienstliche Geschichte durch den Kopf. Und da habe ich versucht, so aus jeder Zeit jemand einzuladen. Es hatten nicht mal die Zeit, bei Bischof Hasselberg oder mein erster Pfarrer Hans Löhm, der eine hat Gottesdienst heute, der andere ist gesundheitlich nicht mehr so gut beisammen. Ganz herzlich freue ich mich, dass du, Hans Löhm, Zeit hattest zu kommen. Wir kennen uns sehr lange, du warst im Jugendamt ein Dienstvorgesetzter und dann über die Caritasarbeit kamen wir wieder zusammen, als du Caritasdirektor warst. Dann freue ich mich, dass aus dem Pfarrverband Ebertshausen am Pamoching der Michael Vogel, als damaliger Kirchenpfleger, wir haben zusammen den Förderverein auf eine Initiative St. Georgskirche gegründet, ein Vorhaben, das mehr als 20 Jahre danach umgesetzt worden ist, verwirklicht und beendet wurde. Dann von Amman Moching freue ich mich, dass ihr gekommen seid, liebe Liselotte, lieber Georg. Wir haben viel zusammen gemacht im Familiengottesdienst, Pfarrgemeinderat, und du warst dann über Jahre Kirchenpfleger und bist es auch heute noch. Dann freue ich mich, dass der Diözesanbaumeister AD kommen konnte, Herr Hartz-Martin. Ja, das bei einem Augenaufschlag beim AD gemacht. Wir kennen uns eigentlich seit 25 Jahren, seitdem du angefangen hast, und verfolgen uns immer gegenseitig und vollbrachten so manches Werk. Ich freue mich auch, dass du, Nico Johansson, als Architekt der Heimhauser Pfarrkirche dir Zeit genommen hast. Wir kennen uns auch schon länger als Heimhausen. Die erste Begegnung war die mit deiner Frau, als in Ebertshausen eine Glaswand im Kindergarten gestaltet hatte. Dann freue ich mich besonders auch, dass eine Scheibe in dem Haus vom Caritas-Zentrum Dachau, dass ihr gekommen seid. Caritas, ich bin jetzt glaube ich seit 12 Jahren was im Kuratorium und macht einen doch nicht unwesentlichen Teil meiner Zeit aus, die Auseinandersetzung auch zu sehen, wo sind die Nöte der Menschen. Ich freue mich auch, dass Peter Wackerl da ist. Wir hatten einen indirekten Kontakt, aber jetzt im Nachgang immer wieder mal wegen St. Georg nachfragen, wie war das damals. Und auch ein Zeichen dafür, dass manches von Ehrenamtlichen vorwärts getrieben werden muss, getrieben wird, um zu entspannen. Dann freue ich mich, dass Hans Jörg hier ist, der gehört zum Pfarrverband. Aber es war mir auch ein Anliegen, Sie persönlich einzuladen. Ich kann mich noch erinnern, dass Sie vor vielen, vielen Jahren in Ebertshausen im Pfarrbüro waren und fragten, darf ich fotografieren, ich habe da etwas vor. Und das Produkt ist die Seite Kirchen und Kapellen, die ein Kompendium unserer Kirchen im Pfarrverband ist, wo ich selber nachschreibe, wenn ich in einer unserer Kirchen etwas wissen möchte. Dann habe ich ganz bewusst Frau Angelika Fichter eingeladen, Barockgeigerin. Und wie so vieles mag es ein Zufall, es kam ein Anruf im Büro an, ich hätte da Rosenkranz zu leiten von Bieber und gibt es bei euch eine Kirche, wo ich sie spielen kann. Und aus dem entwickelte sich vier Konzerte in der Zwischenzeit und sie werden wahrscheinlich auch im Projekt Treffpunkt Kirche Heimhaus, wo so Konzerte, Lesungen und so weiter mit einsteigen, dass das, was eigentlich zufällig entstanden ist, weitergehen kann. Schön, dass Sie da sind. Dann gäbe es noch viele andere Namen, die ich zu begrüßen, euch über Claudia und über Peter als Vertreter der politischen Gemeinde herzlich willkommen. Grüßen wir nun Christus im Kyrie mit dem Lied Meine engen Grenzen. Ganz herzlich möchte ich meine Frau begrüßen und der Rest der Familie hat keine Zeit. Schön, dass du da bist.
Liebe Mitchristinnen, liebe Mitchristen, was sagt man bei so einer Gelegenheit? Vor Wochen, als der Termin feststand, war es für mich klar, ich predige. Dann versuchte ich, die Predigt loszuwerden. Und jetzt habe ich mich abgemüht und eine Summe ist auch auf diesem Faltblatt meiner 38 Jahre Tätigkeit in der Pastoral. Es ist kein Versehen, dass das Blatt andersrum aufzumachen ist. Vielleicht muss man manchmal in der Seelsorge schräg sein, anders denken, anders handeln. Und mit den Bildern zu den Stationen habe ich versucht, so einige Brennpunkte, Orte, Ereignisse abzubilden, auch Inhalte. Und so ziemlich im Zentrum ist das Symbol der Caritas, ist die Ökumene, wo ich die evangelische Pfarrerin tatsächlich noch begrüßen darf, Manuela Gorbanski. Schön, dass du da bist. Ökumene begleitet mich von meinem ersten Dienstag an in Karlsfeld, schon vor dem offiziellen Beginn, war ich in der evangelischen Gemeinde und es hat sich durchgezogen bis heute. Caritas als grundlegende, als Konstitution von Kirche wurde mir erst so in den letzten 12, 15 Jahren bewusst, als ich tiefer eintauchen durfte. Ich so verrückt war, als ich gefragt wurde, müsst ihr ins Kuratorium gehen, soll aufgebaut werden, sagte ja. Und wusste aber nicht, was mich da erwartete. Interessante Dinge, Einblick in die Nöte der Menschen, in die Schwierigkeiten zu finanzieren. Aber auch, wie kann man mit Strukturveränderungen umgehen. Es war der Zukunftsprojekt Caritas, wo ich dabei sein durfte und wo ich gelernt habe, wie man in sozialen Institutionen auch anders Veränderungen machen kann. Jede Station, das wurde mir bewusst, hat etwas anderes hinterlassen bei mir. Sowohl Haupt- wie auch Ehrenamtliche haben mich Seelsorge gelehrt, mir Seelsorge gelernt. Und von daher habe ich es nicht schlecht gefunden, Zufall oder wie auch immer, dass die Texte des heutigen Sonntags damit ganz wesentlich etwas zu tun haben. Im Evangelium steht die Frage für mich dahinter, was brauchen wir Menschen? Ganz banal, etwas zu essen. Und dann einen Ort, wo wir Menschen uns gut fühlen, wohlfühlen, wo es uns gut tut. Und nichts anderes erzählt Johannes im heutigen Abschnitt. Menschen, so haben wir gehört, folgten Jesus nach. Sie suchten ihn. Sie suchten ihn auf, weil er gut tat, Kranke heil machte. Menschen fühlten bei ihm ihre Sehnsüchte erfüllt, gestillt. Sie wurden erfüllt, befriedigt, befriedet. Und sie konnten in Frieden weiterleben, weiter in ihr Leben hineingehen, in der Welt sein. Es ist eigentlich das Grundprogramm von Seelsorge und eigentlich das Grundprogramm von uns Seelsorgern und Seelsorgerinnen. Und ich weiß auch noch die Zeit, wo es verpönt war, wenn von uns pastoralen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Seelsorgern gesprochen wurde. Das ging nicht. Hat sich Gott sei Dank verändert. Von dem Text heute können wir auch noch lernen, dass es ums Wahrnehmen geht. Wahrnehmen durch Hören und Schauen. Raum schaffen und Raum geben für die Bedürfnisse und für die Sehnsüchte der Menschen nach Leben. Dass wir Anstöße geben. Aber wir selbst als Seelsorgerinnen und Seelsorger
müssen oder müssten selbst Angestoßene sein, damit wir weitergehen und weitergehen können. Und auch so habe ich es erlebt in meinen Dienstjahren und auch schon davor können die verschiedensten Menschen in den unterschiedlichsten Rollen sein. Einmal war es die kirchliche Jugendarbeit im Landkreis Rosenheim, wo sehr prägend der damalige Jugendpfarrer Konrad Konas war, der heute leider auf der Fraueninsel Gottesdienst feiern darf, wo das Prinzip immer war, sehen, urteilen, handeln aus der verwandtlichen Jugendarbeit, aber auch etwas, was mir wieder hochgekommen ist, Aussage von Konrad Konas: Wenn niemand da ist, der etwas macht, dann ist bleiben lassen. Der Wunsch, Theologie zu studieren, kam aus dieser Zeit. Im Gemeindepraktikum, der ersten Begegnung in einer fremden Gemeinde in Martinrosach, war Bernhard Hasselberger, der jetzige Weihbischof, mein Anleiter. Und er begleitete meine ersten Gehversuche im Umgang auch mit schwierigen Situationen, konnte ich wahrnehmen und lernen. Der Pfarrer meiner ersten Stelle, Johann Löb in Karlsfeld St. Josef, nahm mich als Pastoralkursler ganz selbstverständlich in alle Bereiche der Pfarrseelsorge mit und hat mich eingezogen. Und es war damals nicht selbstverständlich, dass jemand im Pastoralkurs in der Kirchenverwaltung mit dabei saß und auch seinen Mund aufmachen durfte. Da ging es anderen Kollegen und Kolleginnen ganz anders. Ich merke, dass da habe ich gelernt für später, als ich in die Verantwortung eintreten durfte, musste. In der überpfarreilichen Arbeit im Erzbischöflichen Jugendamt als Schülerreferent und Verantwortlicher für die Arbeitsstelle für Liturgie und Ministranten war ich, erwähnte schon Hans Lindenberger, mein Dienstvorgesetzter. Und von ihm lernte ich einmal leiten und lernte ich auch umzugehen mit Liturgie wertzuschätzen, Liturgie menschennah zu feiern, nicht abgehoben, sterben. Und wir sind dann später ja wieder über den Weg gelaufen, in ganz anderen Rollen. Im Pfarrverband Hebertshausen am Pamoching wurde ich von heute auf morgen in die Rolle des Pfarrverbandsbeauftragten hineingestoßen, im Grunde genommen. Und ich musste lernen, dass Leiden, damit auch Macht ausüben, wesentlicher Teil von Seelsorge ist. Wie gehe ich mit Macht um, mit Verantwortung? Und ich hatte am Anfang nur schlechtes Gewissen. Und dann begann die Zeit, die 25 Jahre prägte das Bauen. Und ich lernte auch, dass Bauen, Räume gestalten und schaffen etwas ganz Wesentliches mit Seelsorge zu tun hat. Räume für Menschen zu schaffen, sei es in Kindertagesstätten, wo sich Kinder wohlfühlen, wo Kinder durch den Raum etwas mitbekommen, bis hin zur Gestaltung von Pfarrheimen und gottesdienstlichen Räumen, die eben keine Wohnzimmer sind, sondern Aussage haben und treffen müssen. Und ich habe es in der letzten Woche faszinierend gefunden, wie ruhig die Schüler hier in der Kirche waren, sowohl die Kleinen wie auch die Großen. Das heißt, dieser Raum spricht für sich. Und ich habe gelernt in diesen Jahren, dass die Kirchenverwaltung oft mehr ein Ort von inhaltlicher Auseinandersetzung gewesen ist, als die Pfarrgemeinderäte. Denn wenn es um Geld geht, muss man begründen, muss man werben, muss man sich auseinandersetzen damit. Und es waren für mich sehr fruchtbare Zeiten. Und hier in Heimhausen, so merke ich, habe ich von den Erfahrungen in Hebertshausen profitiert. Ich hätte die vielen Baumaßnahmen wahrscheinlich nicht so gelassen, überstanden, wenn ich nicht hier Erfahrungen gesammelt hätte. Ich hätte sie auch nicht so gut überstanden, wenn nicht
Hans-Martin Römisch, oder wenn ich das Vertrauen an ihn gehabt hätte, es kommt etwas Gutes zustande. Die Zeit hätte ich auch nicht durchgestanden und da ist meiner Familie auch viel zugemutet worden. Viel weg sein, auch an den Wochenenden, bekam manchmal geschimpft, schon wieder vor und warum denn? Oder so in den ersten Jahren musste ich meiner Frau meine Predigten vorlesen und dann sagte sie, dann geh nicht in die Kirche, wenn du das sagst. Und ich weiß, einmal habe ich um 11 Uhr in der Nacht noch einmal neu angefangen und die Predigt war wirklich besser. Danke. Jetzt gehen meine 13 Jahre hier in Hausen dem Ende zu. Bin nicht weg. Aber ich werde noch reduzierter da sein. Ich habe in den letzten Jahren schon Verantwortlichkeit abgegeben. Als Träger, Vertreter des Kindergartens, ich auch über 25 Jahre in einem Haus und hier gewesen bin, als Vorsitzender bzw. stellvertretender Vorsitzender der Kirchenverwaltung, damit als Chef des Personals. Und ich war überrascht, dass es mir ganz gut dabei geht, dass ich es gut sein lassen kann, obwohl ich meinen Mund immer noch aufmache. Aber ich habe den Druck nicht mehr, ich bin nicht mehr verantwortlich. Was ich wahrnehme, die letzten Jahre, und als Gefahr sehe, dass Kirche, die verändert sich immer, aber dass momentan eine Tendenz dahin geht, von einer lebendigen Kirche, von einer lebendigen Gemeinde, dass wir zu einer verwalteten Kirche hingehen, wo die Verwaltung im Vordergrund steht. Auf der einen Seite sind sicherlich Notwendigkeiten da. Auf der anderen Seite ist der Mangel an pastoralem Personal groß und dann verwaltet man halt, versucht den Laden zusammenzuhalten. Aber ich sehe es als Chance und gehe damit sicherlich schon das letzte halbe Jahr im Jahr aus, dass die Gemeinden, die Pfarreien wieder auf eigenen Füßen stehen dürfen. Müssen, ihr eigenes Leben gestalten, was teilweise vor 30 Jahren zur Diskussion war, wo ganz bewusst Männer und Frauen in kleinen Filialen oder Teilgemeinden als Seelsorgende gesehen worden sind. Und ich glaube, das ist die Aufgabe der Zukunft, Kirche wieder von unten her lebendig werden zu lassen, denn jede Veränderung kommt von unten. Nicht von oben. Seelsorge verändert sich, Menschen verändern sich, Gesellschaft wandelt sich und damit auch Kirche. Und ich habe es festgestellt und das habe ich versucht, auf dieser Seite mit zwei Punkten zu machen. Ein Text, ein Bild begleitet mich über Jahrzehnte, das von Abraham. Und dann gab es immer wieder was Neues zu entdecken. Das war vor eineinhalb Jahren und einem Vierteljahr den digitalen Bereich mit Videos, mit Streamen und es kennen und schätzen zu lernen als eine Möglichkeit in der heutigen Zeit wirklich präsent sein zu lassen in der digitalen Welt. Kein Ersatz, aber etwas unterstützen müssen. Aber ich glaube, es bleibt immer gleich, dass Menschen Sehnsucht haben nach Frieden, nach Heil, nach Zuspruch. Und dazu sind wir als Kirche insgesamt, als Gemeinde vor Ort und als Einzelne an unseren vielfältigen Lebensorten aufgerufen. Amen. Liebe Festgemeinde, der offizielle weltliche Verabschiedungsteil ist ja dann drüben im Kinderhaus, wo Sie ganz herzlich eingeladen sind zum Stehenfahren, auch noch eine Begegnungsmöglichkeit. An dieser Stelle aber möchte ich trotzdem dir, lieber Bernhard, ganz herzlichen Dank sagen für dein Engagement im Pfarrverband von Hanshausen-Heimhausen, besonders hier für die Kirche St. Nikolaus.
Ich meine, der Name spricht immer noch und irgendwie mehr. Nein, sowieso. Auf jeden Fall, seitdem haben sie unsere Wege immer wieder gekreuzt, auch da aus am Berger, als ich dort lang war. Wir sind natürlich alle jetzt froh, dass der Bernhard nicht ganz aufhört und dass er nur eine Halbtagsstelle bei uns mitmacht. Hauptsächlich Beerdigungen und Schule habe ich gehört. Na, Schule nicht. Schule nicht. Und dass er deswegen dann noch öfter bei uns in der Pfarrgemeinde auftauchen wird. Wir wünschen an Bernhard natürlich alles Gute und Gesundheit für sich und seine Familie und er soll es ein bisschen ruhiger gelassen. Wir haben natürlich auch ein Geschenk, was zum Lesen und einen finanziellen Beitrag für das neue Evangeliar, das der Bernhard machen möchte. Sag einmal Dankeschön für alles in der Zeit. Jetzt glaube ich, kommen die Ministranten dran. Lieber Herr Skrawal, liebe Gemeinde, wer hat einen besonderen trockenen Humor? Das ist der Herr Skrawal mit dem Headset am Ohr. Immer schwer beschäftigt, wurde dann doch ab und zu ein Glaserl Wein verköstigt. Am Schneesee ging es dienstags immer bergauf und die Minis machten Schnauf, Schnauf. Doch wieder unten angekommen, wurde im kalten Seewasser geschwommen. Auch die langen Nächte am Feuer bleiben für jeden unvergessliche Abenteuer. Später ging es nach Rom und wer war morgens der Erste am Petersdom? Das war Herr Skrawal mit der riesigen Passion. Dort ging es 551 Stufen die Kuppel hinauf und die Minis machten wieder Schnauf, Schnauf. Alle etwas langsam und schläfrig, wir waren aber auch nicht gelehrig, doch der Skrawal, der hielt alle vollzählig. So kamen wir nach 5 Tagen heim, Schlaf fehlte jedem ungemein. Doch nun ist es Zeit, Danke zu sagen. Danke für all das, was war, was wir in der ganzen Zeit mit Ihnen erleben durften und vor allem Danke zu sagen für all das, was Sie für uns getan haben. Egal wann und wo, Sie hatten immer ein offenes Ohr für uns, standen mit Rat und Tat zur Seite. Mit diesem kleinen Wort Danke wollen wir Großes aussprechen, dass Sie alles für uns Ministranten getan haben. Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute für Ihre Zukunft, denn jetzt ist es Zeit für Ihre Träume, Zeit für Abenteuer, aber vor allem auch Zeit für Entspannung. Als Dankeschön überreichen wir Ihnen im Namen aller Ministranten einen kleinen Geschenkkorb mit kleinen italienischen Köstlichkeiten, der bei einem Gläschen Wein und einer Portion Nudeln an die vielen Romfahrten erinnern soll und die Zeit der Entspannung einleiten. Alles Gute, Nathalie Nörd im Namen der Ministranten von Heimhausen. Thank you.
Also dieser Newsletter, der ist noch nicht perfekt, das passt noch nicht so. Das kann doch nicht so sein, echt, das muss doch noch irgendwas geben. Boah, es ist schon so spät, ich bin so müde. Jetzt schon wieder der Anruftelefon. Ja, Newsletter. Jetzt läuft schon wieder. Annehmen. Ah, was? Pfarrkirche, ist was nicht in Ordnung? Ich komme sofort. Einen Moment bitte. Ja, lieber Bernhard, zwei Punkte, zwei aus deiner vielfältigen Tätigkeit. Der Newsletter, den du begründet hast, wirklich die Idee jetzt in der Corona-Zeit, eine ganz gute Idee, finde ein hochwertiges, qualitatives Blatt, das kannst du dir wirklich als Gründer auf die Fahne schreiben und da möchte ich dir dafür ganz herzlich danken und natürlich den Einsatz für die Kirchen und vor allem für die Kirchen im Haus St. Nikolaus. Dein hoher kunsthistorischer Verstand, den du dir in dem Laufe der Jahrzehnte angelegt hast, beigebracht hast, auch das ist neben den Architekten und dem Herrn Römisch natürlich auch mit deinem Werk, diese Kirche St. Nikolaus, die Gedanken, was kommt da rein. Die Kirche hat Atmosphäre, die hat Stil, sie strahlt etwas aus und das ist auch dir zu verdanken. Dafür möchte ich dir ganz herzlich danken und mir ist dann auch bewusst geworden, es ist wirklich so, dass auch Kirchenräume, dass Kirchenausstattung, dass das Seelsorge ist, ob sich Leute dort wohlfühlen können, ob sich Leute dort auch auseinandersetzen können mit dem einen oder anderen, das ist eigentlich wichtiger, als man denkt. Das habe ich auch erst dadurch erfahren können. Für all das, für die vielen, vielen sonstigen Tätigkeiten, deine Erfahrung, die Beerdigung, die du machen kannst, für dein Wissen, für deinen trockenen, wie Nathalie hat schon gesagt, Humor, für die Fähigkeit, ja, manchmal auch sarkastisch und zynisch, aber das sind wir alle in der Seelsorge. Das wird man so. Das kann ich auch. Für das, dass du durchaus auch austeilen kannst, aber auch einstecken, das ist gut. Das braucht man in der Seelsorge. Für all das möchte ich dir als meinen Kollegen, den ich ja, wie ich in der Kirche gesagt habe, schon über 30 Jahre kenne, ganz, ganz herzlichen Dank sagen. Was magst du gerne? Alles, was mit Kirchen zu tun hat. Wir haben da eine kleine, wo ist denn das Geschenk? Ja, Daniel. Ja, für Hartmann Appel seine Mitarbeiter. Hast du noch was? Ja, ich hole auch einen Teil. Du, Bernhard, du liebst Kunst, du liebst Kirchen und du liebst natürlich, das hat auch den Ministranten schon festgestellt, auch durchaus was zum Essen, gute Küchen, du isst gerne. Nein, das eben nicht, du machst ja auch noch Marathon, oder? Nein, immer laufen. Aber auf jeden Fall wollen wir dir kleine Erinnerungen mit ein paar Eindrücken der Kirchen, des Pfarrverbandes und natürlich einen Korb und auch eine. Auch ein Gutschein ist drin, zum Essen gehen, kannst mit Frau, Familie auch essen gehen und das wollen wir dir auch überreichen. Mit herzlichen Dank nochmal des Teams, des Pfarrverbands Heimhausen, Vereinshausen und zusammen mit unserer Pfarrverwalterin. Herzlichen Dank, Gottes Segen und du bist ja nicht aus der Welt. Herr Bürgermeister, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Pfarrer Menzen, sehr geehrte Vertreter der Kirchen, sehr geehrte Ehrengäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Ehrenbürger, lieber Walter Kaufmann, auch natürlich lieber Bernhard Skrabal mit deiner lieben Frau Anita, was ist das noch beschäftigt, ja. Uns freut es natürlich, dass wir seitens der politischen Gemeinde hier bei deiner Teilverrentung, sage ich jetzt einfach mal, hier ein paar Grußworte reden dürfen, was uns auch eine große Ehre ist.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Bernhard Skrawal und mich, mir verbindet ja einige Parallelen. Der Bernhard Skrawal ist 2008 hier nach Heimhausen gekommen, ich auch 2008, und ich weiß nicht, ob Sie noch erinnern kannst, bei der Weihnachtsfeier 2008 in der Marienmühle, meine Tante, beziehungsweise die Tante von meiner Frau, hat und mich auf den Arm genommen, weil sie gesagt hat, alles, was wir in ein paar Wochen nicht brauchen können, schickt man nach Heimhausen. Zuerst die als Bürgermeister und jetzt dann Bernhard Skrawal als Verantwortliche der Kirche. Wie sehr sich die Frau Brandmeier geirrt hat, sieht man heute. Und zwar seitens der politischen Gemeinde, aber natürlich auch seitens von dir, lieber Bernhard, einige Dinge, die wir wirklich parallel gemacht haben. Du hast ja auch, ich weiß gar nicht wie lange, in der Nachbarschaft von meinem Schwiegerleid gewohnt, zusammen mit deiner Familie, von daher kennen wir uns ja auch schon eine ganz lange Zeit. Wir haben sehr viele Themen zusammen gehabt. Und es ist ja nicht nur so, dass der Bernhard in seinem Wirken hier in Heimhausen nur für die Kirche irgendwas gemacht hat. Denn wir sind hier in einem Raum, der ist ja deine Idee entstanden ist, dass es sozusagen eine Renovierung war und ein Neubau war. Und hier, ja, ist immer, einer muss den Hut aufhaben, das waren die Hauptverantwortlichen hier vor Ort und das warst nun mal du. Das ist ja etwas, was sozusagen der ganzen Gemeinde zugute kommt, nicht nur der Kirche an und für sich. Natürlich gehört es zur Kirche dazu und das war uns als Partnerschaft unendlich wichtig, dass wir zusammen mit der Kirche dieses Gebäude hier bauen und dass, wie das entstanden ist, natürlich ganz enorm. Aber auch, und das allerwichtigste Projekt, denke ich, war ja auch die Kirche St. Nikolaus hier vorne. Und egal, ob jetzt jemand Kirchengänger ist oder nicht, die Kirche kehrt zum Dorf. Die Kirche kehrt zum Dorf und so wie die Kirche ist, so wirkt auch der Ort. Wenn man jetzt mal die Kirche draußen vorbeifahrt, das ist ein richtig Schmuckstück geworden für die Gemeinde Heimhausen. Sowas findet man seltenst. Wenn man halt vorbeifahrt, viele reden mich darauf an, hat zwar lang gedauert, aber es war zu rentiert. Und dass der Herr Kardinal Kimmer ist, der bleibende Spuren hinterlassen hat. Der kleine Insider, der bleibende Spuren hinterlassen hat, von daher war das dein Wirken. Und wir haben doch einige Dinge zusammen gemacht. Es ist ja schon angesprochen worden, ob das jetzt die Kirchenmauer war, wo man mit Nachbarn eine Herausforderung gehabt hat, mit der Nachbaustelle und mit dem Wochenende und wie das alles so war. Aber auch für dein vertrauensvolles Verhältnis der politischen Gemeinde, vor allem mir gegenüber, muss ich wirklich das ausdrücklich betonen. Häufig war es ein kurzes Telefonat und wir haben Dinge abgesprochen, da wo es andere wirklich schriftliche Vereinbarungen hätte braucht, das hat es bei uns eigentlich gar nicht gebraucht. Das war eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen uns beiden, wie ich es selten mit anderen erlebt habe. Und von daher möchte ich mich bei dir bedanken, persönlich, aber natürlich auch im Namen meiner Kollegin, der Frau Kops, die ja nicht nur politisch engagiert ist, sondern auch kirchlich engagiert ist, im Ehrenamt, aber im Namen auch meiner Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, für diese 13 ganz, ganz tolle Jahre wirken, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dir. Und wir haben einfach versucht, eine Künstlerin, Mette Terbild, hat diese Bildcollage sozusagen gefertigt, mit allen Dingen, die, wir wollten es nicht überfrachten, sie hat sicherlich noch viele, viele andere Dinge dazugehört, zum Beispiel als die Ministranten, dann der Spulplatz hier draußen, dann dein YouTube-Kanal, der letztendlich der Herr Pfarrer Menzel hat ja angedeutet gehabt, aber natürlich die Kirchenorgel, die Eingang, der Pfarrhof und natürlich die Kirche insgesamt. Viele, viele andere Dinge auch, Interpretation der entsprechenden Künstlerin. Wir haben eigentlich nicht gesagt, wie es das machen muss, sondern wir haben nur gesagt, was wir als Inhalt haben wollen. Und von daher unseren herzlichen Dank und wir wünschen dir und deiner Familie, aber der Herr Pfarrer Menzel hat es ja gesagt, von 150 fährst du jetzt nicht auf null, sondern nur die Hälfte, das heißt, du bist 75% wieder da, wenn ich es richtig gerechnet habe. Da sind wir dann schon froh drum und wir wünschen dir und deiner Familie und ich persönlich natürlich auch alles, alles Gute, bleib gesund und Gottes Segen. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Das ist jetzt ganz praktisch, wenn ich zu Hause muss jetzt nicht renovieren, sondern Computer aufnehmen. Lieber Bernhard, als jung und dynamisch wurdest du gerade vorhin im Gottesdienst beschrieben
Und, liebe Festgemeinde, ich kann das nur bestätigen. Wir sind vor 1,5 Jahren aus allen Wolken gefallen, meine Kollegin Mirjam Pfeiffer und ich, als du uns gesagt hast, in 1,5 Jahren gehe ich frei in Ruhestand. Damit hätten wir nie und nimmer gerechnet. Wir hätten dich nämlich viel jünger geschätzt. Und wir erleben dich auch nach wie vor einfach unglaublich dynamisch und sind froh, dass wir dich, lieber Bernhard, jetzt noch ein Jahr haben als Ansprechpartner für die Ökumene, als ja, Mitgestalter bei all den Schulgottesdiensten, bei all den Veranstaltungen, die wir so gemeinsam machen. Ich durfte es letzte Woche erst wieder erleben. Am Freitag haben der Bernhard und ich 3 Schulgottesdienste zusammengestaltet in der neuen Kirche. Und sie ist einfach wunderschön und hervorragend geworden. Wir haben es erlebt gemeinsam, wie die Schülerinnen und Schüler diesen Ort auch genossen haben. Ja, ich freue mich drauf. Am Schuljahresanfang geht es wieder los. Jede Menge weitere Schulgottesdienste und vieles mehr hier mit dir zusammen zu erleben im nächsten Jahr. Du gehst jetzt so in den Teilruhestand. Das ist ja schon was Besonderes, ein Teilruhestand. Und du liebst Kirchen. Dazu passt auch unser Geschenk, das ich dir hier eingepackt habe. Das ist nämlich unten ein Buch mit den 100 schönsten Kirchen Oberbayerns. Wir haben gedacht, wenn man so im Teilruhestand ist, dann schafft man es gar nicht so weit zu reisen und da Kirchen zu besuchen. Deswegen die 100 schönsten Kirchen Oberbayerns für dich und deine Frau zum Erkunden. Und gleichzeitig habe ich was vermisst in diesem Kirchenreiseführer, die 100 schönsten Kirchen Oberbayerns. Sie können raten, welche Kirche nämlich noch nicht drinnen steht. Ganz genau. Das wollte ich gerade sagen. Wenn die zweite Auflage rauskommt, hoffe ich, dass 101 Kirchen drinnen sind und dass du es geschafft hast, dass die Pfarrkirche hier in Heimhausen mit drinnen ist. Ein herzliches Dankeschön an dich für die Zusammenarbeit und wir freuen uns, dass es weitergeht, lieber Bernhard. Ja, lieber Bernhard, wir haben ja schon geklärt, dass sich für uns von der Caritas nichts ändert. Ich frage mich jetzt gerade, wo dann deine 25% sind, die du dann weniger arbeiten wirst. Verwaltung. Sehr gut. Also du bleibst uns dankenswerterweise als Kuratoriumsvorsitzender erhalten und bist, das wissen vielleicht viele gar nicht, darüber hinaus ja auch im Caritas-Verband, die Erzdiözese, engagiert in einem Gremium, das eine wichtige beratende Funktion für den ganzen Caritas-Verband hat. Und auch bei einer Zäsur, auch wenn es weitergeht, kann man ja auch mal Danke sagen und es ist mir heute eine Herzensangelegenheit, Danke zu sagen für die immer gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit, für die Unterstützung in guten und in schlechten Zeiten. Wir haben schon einige Krisen auch gemeinsam überstanden. Und natürlich geht es bei uns im Kuratorium, wie du vorher auch gesagt hast, oft um das Finanzielle, aber es ist so richtig, man muss sich eigentlich mit den Inhalten auch immer auseinandersetzen und das macht unheimlich viel Freude mit dir. Und ja, da herzliches Dankeschön dafür, dass du für uns, für unsere Klientinnen und Klienten da bist, uns unterstützt. Und als kleiner symbolischer Dankeschön dafür, dass du den Rettungsschirm über so viele aufspannst, habe ich den Caritas-Schirm halt dabei. Und natürlich auch für dich als Wunsch für die Zukunft, dass du immer beschützt auch bleiben mögst. Ganz herzlichen Dank. Lieber Bernhard, ich darf dir im Namen des Chors Quintessenz die allerbesten Wünsche zu deinem Ruhe- oder eher Unruhestand überbringen. Bei der Gelegenheit, also sage ich meistens immer dann, also wie kann es denn sein, dass die jungen Leute schon nichts mehr arbeiten wollen? Also diese Jugend und Dynamik, das was man heute schon gehört hat, die du immer noch ausstrahlst, so, also da, ja, verstehen wahrscheinlich viele, also viele nicht oder so, dass du denkst, in Ruhestand gehen kannst.
Also im Namen des Chores wünschen wir dir Gesundheit, Glück, Energie und Schaffenskraft für deine zukünftigen Unternehmungen und dürfen dir bedanken uns noch für die vergangenen Jahre und für das immer tolle Miteinander und dürfen dir eine Kleinigkeit überreichen. Das ist jetzt noch was Materielles, da drin ist noch etwas Immaterielles, ein Gutschein über ein Wunschlied, das du dir ausdenken darfst, das wir für dich einstudieren und zu gegebenen Anlass dann aufführen wollen. Also eins wünschen wir uns bloß, dass du nicht am Mittwoch anrufst und sagst, ja, jetzt weiß ich das Lied und kannst das nicht am Samstag aufführen. Also, ja. Wir versuchen es zu sein. Also, ich würde immer sagen, dank Corona habe ich das Problem weniger gehabt. Was mache ich für einen Chor an Ostern und Weihnachten? Das sind langsam die Ideen ausgegangen, so über Ohrscheiben, verschiedenste Biere und so weiter. War immer, hat immer irgendwo Spaß gemacht, euch so einen Gruß der Pfarrei aufzugeben, was zukommen zu lassen. Da waren wir die Ideen jetzt fast ausgegeben. Ja. Ja, wir haben deine Kreativität, also immer, oder hat uns beeindruckt, also in der Hinsicht. Ja. Also nochmal vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt weiß nicht, Josef, willst du noch was sagen? Weil der Josef ist ja der ehemalige erste Vorstand und hat den längsten Weg, also mit dem Bernhard Minanz. Ich muss aber kurz sagen, deine Predigt war gut, du hast mit Spuren begonnen. Wir haben es halt oft gehört oder in Bildern gesehen von der Gemeinde. Deine Spuren, die du hinterlassen hast, sind mannigfaltig. Beim Rübergehen von der Kirche hat jeder Spuren hinterlassen, weil der Barz hat uns einfach Abdrücke in den Boden hineingedrückt. Du hast Spuren hinterlassen in der Kirche, du hast Spuren hinterlassen bei uns im Chor. Wir konnten vieles verwirklichen, was manchmal progressiv war, danke dafür. Jetzt haben sie ist dummerweise in der Kirche eine Spur hinterlassen, die uns als Chor ein bisschen aussperrt. Wir haben da keinen Platz mehr drin, in der Orgelempore, da ist keine Möglichkeit mehr, als großer Chor aufzutreten. Wir dürfen vorn singen. Wir dürfen vorn singen. Alle haben es gehört, wir dürfen in Zukunft den Altarraum besetzen. Dankeschön dafür. Einen schönen Tag und eine gute Zeit. Danke. Das Bier ist eröffnet, wenn Sie vorne sind. Also heute mache ich das letzte Wort, das ist uns Thank you.